Wir sehen hier einen Graphen, auf der x-Achse die Zeit, auf der y-Achse die Anzahl infizierter Personen. Also eine Krankheit breitet sich aus, es gibt immer mehr infizierte Personen, dann wieder weniger. Und wir schauen uns mal an, was dieser Sachzusammenhang mit der Eigenschaften der Funktion f bzw. ihres Graphen zu tun hat. Wir haben Zeitpunkte, zu denen die Anzahl der Infizierten steigt. Wenn man das sich mal anschaut, wäre das ungefähr in diesem Bereich hier der Fall. Dem gebe ich mal die Nummer 1. Und auch in diesem großen Bereich hier, da mache ich mal die Nummer 5. Also Anzahl der Infizierten steigt, wäre bei 1 und bei 5 der Fall. Was bedeutet das für die Funktion? Die Funktion ist in diesen Bereichen streng monoton wachsend. Dann gibt es hier einen Punkt, an dem die Anzahl der Infizierten auf dem Höchststand ist. Das ist der Punkt 2. Und das bedeutet für die Funktion, dass sie ein lokales Maximum hat. In diesem Bereich hier stagniert die Anzahl der Infizierten, das heißt, wir haben ein sogenanntes Nullwachstum. Das ist unser Bereich 3. Ja, hier kommt noch Bereich 2 drüber. Was bedeutet das für die Funktion? Das bedeutet, f ist näherungsweise konstant. Wo ist der Anstieg der Infizierten maximal? Wir sehen hier, es kommen immer mehr Infizierte dazu. Die Kurve steigt immer schneller an, immer schneller. Und hier steigt sie zwar weiterhin an, aber eben wieder langsamer. Das heißt, hier genau an diesem Wendepunkt ist unser Zeitpunkt 4. Da ist der Anstieg der Infizierten maximal. Und ich habe schon gesagt, für die Funktion f beziehungsweise für den Graphen bedeutet das, der Graph von f hat einen Wendepunkt, und zwar mit positiver Steigung, also das Ganze steigt nach oben. Der Anstieg der Infizierten fällt zunehmend niedriger aus, ja, das passiert hier nach diesem Wendepunkt. Also die Zahlen steigen zwar weiterhin, aber immer weniger. Das heißt, wir möchten hier, ich mache es mal nach oben hin, noch einen Bereich festlegen, den nenne ich Bereich 6. Das bedeutet für f, der Graph von f ist eine Rechtskurve und streng monoton wachsend. Hier also eine Rechtskurve und streng monoton wachsend.